Ja, moin zusammen, hier ist wieder Jens vom Kanal Move Electric und heute bin ich hier in Hannover auf dem Messegelände. Hier ist heute das Sexy Cars Community Treffen. Über 1500 Elektroautos haben sich hier angemeldet und es werden vielleicht sogar noch mehr, weil viele auch möglicherweise spontan kommen. Das Wetter ist nämlich jetzt gerade schön, vorher hat es noch ein bisschen geregnet, aber jetzt ist gerade die Sonne rausgekommen und das ist hier schon mega voll. Wir haben es gerade mal kurz nach 10. Um 11 geht das hier eigentlich erst los und der Parkplatz hier ist schon ziemlich gut gefüllt und hinter mir ist eine Schlange an vielen Autos, die gerade hier kommen und noch auf den Parkplatz wollen. Also das wird ein mega cooles Event. Ich bin total gespannt, wie das hier heute wird. Viele, viele Leute, viele Gesichter, die man heute sieht und Bekannte, auch YouTuber, die hier auf dem Gelände sind. Und ich bin natürlich auch dabei, bin hier beim Meet and Greet irgendwann am Nachmittag und auch noch auf der Bühne in der Podiumsdiskussion. Ich nehme euch heute ein bisschen mit, werde euch ein paar Eindrücke von diesem Event zeigen. Wenn ihr da wart, dann werdet ihr wissen, wie es war. Wenn ihr nicht da wart, dann könnt ihr vielleicht in diesem Video einen kleinen Eindruck bekommen. Wird ein schöner Tag heute, es wird ein spannendes Video, also bleibt dran. Diese Sendung wird euch präsentiert von Store and Charge, euren Experten für Ladezubehör. Ja, wer sagt denn, dass es immer ein Taycan sein muss? Es gibt ja auch einen umgebauten Porsche 911er, der auf Elektro umgebaut wurde. Und hier haben wir das Original Model 3 Campermobil von, ich glaube, Electric Dave. Mit Waschgelegenheit im Frunk. Grüß dich. Hi. Na, habt ihr gut geschlafen? Ja, sehr gut. Habt ihr da oben geschlafen? Nein. Ja, wirklich ja, beide? Ja. Passt das für dich? Du bist ja auch 2 Meter, 1,90, 1,95? Ja, aber das ist länger. Das ist länger? Ja, ist länger. Das sieht gar nicht so aus, tatsächlich. Meter. Cool. Ist da noch jemand drin? Nee. Wenn darf ich mal reingucken? Kannst du die Kamera gerne mal reinhalten. Kannst du gerne mal. Jetzt haben wir auch Ton. Oh, jetzt haben wir auch Ton. Wunderbar. Ja, dann schau mal rein hier. Ist gar nicht so klein, wie man vielleicht denken mag. Wenn das, cool. Wenn das, oh, ist das gemütlich. Das ist richtig gemütlich, ja. Ist ja richtig geil. Und das kannst du, auch komplett zusammenfalten, dann ist es flach. Das ist quasi wie genau, so eine Art Dachbox. Wie eine große Dachbox, genau. Und das sind aber keine Original-Tesla-Dachträger, oder? Was sind das? Nee, das sind Fahrrad. Die von Fahrrad, genau. Die von Tesla haben den Nachteil, dass die so geschwungen sind. Hast du damit schon längere Fahrten unternommen oder ist jetzt heute Premiere? Nee, also damit habe ich schon lange Fahrten gemacht. Premiere ist nur mit dem Waschbecken eigentlich. Das Waschbecken? Das Waschbecken ist die Premiere. Cool. Das ist so cool. Wo kommt das Wasser her? Aus dem Kofferraum. Da ist ein großer Tank. Geil. Also mit angeschlossenem Bad. Genau, richtig. Und Strom ist auch vorhanden, 220 Volt. Zum Rasieren oder für den Föhn. Und 12 Volt, alles da. Aber das hast du nicht vor, in Serie herzustellen? Nee, das war schon eine furchtbare Arbeit, allein den Schlauch von vorne nach hinten zu verlegen. Das war ziemlich hart, deswegen... Ja, das Schöne ist ja, dass das so hart, also Schalenverkleidung hat. Du kannst das ja komplett runterfahren und dann hast du im Prinzip nur eine flache Dachbox. 17,8 Kilowattstunden auf 100 Kilometer habe ich jetzt gebraucht. Mit dem Ding drauf? Mit dem Ding. Bei Tempo 115, 120. 120, ja. Effizienter, als man denkt. Deswegen stehe ich auch auf Rampen drauf, weil ich habe das Dachzelt nach vorne geneigt, was den Verbrauch extrem senkt. Achso, ist ein bisschen schräg, oder? Es ist ein bisschen schräg, deswegen fahre ich auf die Rampen drauf, damit das jetzt eben ist. Ah, okay. Das braucht man in der Wildnis nicht wirklich, weil da hat man immer irgendwelche Unebenheiten, die man nutzen kann. Okay, wie lange dauert der Aufbau? Geht wahrscheinlich in 5 Minuten, oder? Nee, Aufbau dauert 40 Sekunden. Noch schneller? Ja, wenn überhaupt 20 Sekunden. Der Abbau dauert eher eine Minute. Brauchst du aber 2 Leute für, oder? Kann ich alleine auch. Kannst du alleine? Zu zweit ist leichter, aber alleine kann ich es komplett machen. Geile Sache. Aber man muss halt mit Muskelkraft und Körpergröße arbeiten ein bisschen. Ja. Okay, ja. Hast du ja beides. Zumindest Körpergröße. Ja genau, die habe ich auf jeden Fall. Das hier ist übrigens der niegelnagelneue MG5, quasi der erste Elektro-Kombi weltweit. Sieht eigentlich ziemlich schick aus in dem Silber, finde ich. Wird gerade gefahren von Steve, der sich gerade unterhält. Ich will jetzt hier deine Unterhaltung nicht crashen. Ich habe das Recht, mich zu filmen. Machen Sie die Kamera aus. Jetzt habe ich gesorgt. Hey Steve. Hi, grüß dich. Sag mal, du fährst den MG5? Herzlich willkommen. Der MG5 ist das Nonplusultra in der Automobilgeschichte. Das ist der erste vollelektrische Kombi. Ja, du bist ja geborene Verkäufer, ne? Nee. Wollen wir uns mal reinsetzen? Ja, bitte. So. Also was wir hier sehen, auf den ersten Blick die Materialien hier, das sieht ja richtig geil aus. Ne? Also hier haben wir so, was ist das, Alu-Optik gebürstet, dann haben wir hier so einen blauen Leuchtstreifen wahrscheinlich, hier ist so Stoff. Leuchten tut er nicht, aber wir haben hier
so eine Stoffbeplankung in der gleichen Farbe. Mal Tür zu, Entschuldigung. Wie die Tür, da wir jetzt hier in dem Fall eine helle Innenausstattung haben, haben wir natürlich auch hier helle Stoffbeplankung, genauso wie an den Türen. Hier oben ist er hart, wird oftmals kritisiert, finde ich persönlich. Also ich weiß nicht, ob jemals jemand hier oben angefasst hat, außer ein Autotester. Genau, die machen immer so. Hartplastik, scheiße. Genau. Für mich ist es halt hier in der Bereich viel interessanter. Ja, und wir haben hier noch so ein Fach zum Durchreichen. Genau. Unsere Mittelarmlehne, genau. So Stauraum. Mit Zeug und Kram. Hinten kindersitztauglich. MG. Palim. Wie sieht es aus mit Ladeplanung? Haben die inzwischen was oder immer noch nicht? Nein, Ladeplanung gibt es nicht. Du kannst hier auf dem Navi anzeigen, lassen die umliegenden Ladepunkte, Reichweite bis zu 305 Kilometer, sagt er jetzt. Und dann kannst du aber halt eben, du siehst aber, das geht trotzdem relativ flüssig. Ja. Apropos Laden, wie schnell lädt er? Der lädt mit, jetzt Obacht, mit nur 87 kW in der Spitze. Aber ich habe ihn auf dem Weg hierher von 4% auf 80% geladen in 37 Minuten. Das heißt, der ist damit genauso schnell wie ein ID3 oder ein ID4 mit 58er Akku. Ja. Der hat einen 58er Akku oder was hat der? Der hat einen 61er Akku 61er. Und 57 nutzbar. Das ist jetzt ein kumuliert die letzten 1111 Kilometer. Was für ein Zufall. Ja, da gibt es doch gleich einen aus, ne? Also 17,6 Kilowattstunden im Durchschnitt. Ja, 17,6. Wir hatten gestern einen Schnitt von 117 km/h, weil wir ja konstant 130 gefahren sind, außer jetzt meine Baustelle. Und da hat er einen Verbrauch gehabt von 18,5. Guck da nicht so genau hin, da ist mein ganzer Krempel drin. Das blenden wir jetzt mal aus. 479 Liter. Das ist ja eine gute Größe. Damit ist er größer als beim ID4, oder? Ein bisschen geringfügig größer als beim ID4, ja. Er hat natürlich noch eine Hutablage, die habe ich jetzt gerade unten drunter. Gut, Sitze natürlich umlegbar, ist klar. Genau, 60-40, eine Skidurchreiche gibt es nicht. MG5, der erste Elektrokombi, ich glaube, wird oft unterschätzt und ich kann mir vorstellen, dass man den demnächst öfter bei uns auf den Straßen sieht. Ja, ich bin jetzt hier zusammen mit Carsten und wir stehen vor einem umgebauten VW Käfer, der auf E umgerüstet wurde. Und ich glaube, ich habe mal gerade auf das Datenblatt geguckt, der wiegt irgendwie 1250 Kilo. Ja, der ist ein bisschen schwerer als der normale Käfer, ist auch entsprechend vom Fahrwerk her ein bisschen angepasst. 1250 Kilo, ich glaube, das ist 80. Also für ein E-Auto ist natürlich wieder ganz gut. Das leichteste E-Auto, was ich kenne. Das könnte sogar sein. Sag mal, hast du den selber umgebaut? Nee, also ich bin von VW. Und wir unterstützen Firmen, die Autos umrüsten, die mit unseren Teilen dann umrüsten, also mit Neuteilen von Volkswagen aus der Elektromobilität. Und der Käfer war das erste Projekt, das wir gemacht haben mit der Firma E-Classics. Ich habe mich immer gewundert, warum VW den Beetle eingestellt hat, weil das wäre so ein geiles Elektroauto gewesen. Und jetzt aber die alten Käfer, das ist ja auch richtig cool. Und was hat er für Daten, was für einen Akku hat er? Da ist im Prinzip Technik vom E-Up drin, ja. Also auch mit der E-Maschine und dem Getriebe mit Differential. Der hat dann 61 kW in der neuen Version. Mhm. Und auch die Batterie-Zellmodule sind aus dem E-Up, aber wir haben ein paar mehr unterbringen können. Also der hat jetzt 42 Kilowattstunden, so wie er hier steht. Cool. Und Reichweite? Ja, so 250 Kilometer, schöner Wochenendtrip, ist überhaupt kein Problem. Und der fährt eigentlich schneller als der Originalkäfer, oder? Na, er ist abgeregelt bei, ich glaube, 140. Der Original früher nur 120, oder? Mit dem alten Auto. Ja, kommt auf den Motor an. Ne? Also ja, wenn er nicht getuned war, fuhr er nicht so schnell, das stimmt schon, ja. Und wir haben, ich muss dir unbedingt die Ladedose zeigen. Ja, genau. Warte mal. Zeig mal. Geil. Die ist nämlich hier wirklich schick versteckt. Unter der Lampe. Unterm Rücklicht, genau. Und da, wo der Motor war früher, ist jetzt quasi Kofferraum noch, ein Trunk. Ja, ein Runk sozusagen, ne? Mit Doppel-R oder so, genau. Und wir haben CCS, ne? Weil... oder die Firma E-Classics hat CCS, weil wir denken, das ist auch wichtig, weil die meisten Ladesäulen, die du heutzutage anfindest, sind halt CCS. Und nur mit AC ist man dann, irgendwann aufgeschmissen. Und hier geben wir, glaube ich, 60 kW gibt E-Classics frei. Also er kann auch ganz, ganz ordentlich laden. Wollen wir uns mal reinsetzen? Ja, na klar, gerne. Also hier, guckt euch an, Käfer, ne? Sogar mit USB-Anschluss, Handy-Ladegerät, alles, was das Herz begehrt. Und das letzte Mal, dass ich in einem Käfer saß, das ist, glaube ich, 40 Jahre her oder so, oder 30 mindestens.
Und so sieht das hier aus. Also man kennt es noch von früher, das Handschuhfach. Ach, das ist alles so richtig geil. Und der hat sogar einen kleinen Monitor drin. Machen wir Tür zu, Kurbel zum Fenster rauf und runter. Also es ist natürlich eigentlich alles original. Ja, oder? Es ist nur das Nötigste elektrisch. Ne? Also Fensterheber haben wir ganz bewusst so gelassen, wie es früher war. Weil wir wollen so viel altes Auto-Feeling in den Umbauten mit unseren Komponenten rüberbringen wie möglich. Ja, und ich bin jetzt hier bei Marian von Tessi Supply. Ihr kennt ihn auch vielleicht unter dem YouTube-Kanal Tesla Mag. Er möchte ja immer nicht ins Bild. Aber ich sehe ihn jetzt, aber ihr seht ihn nicht. Aber er ist ein sehr attraktiver junger Mann. Hi Marian, wie geht's? Ja, mir geht's gut. Sag mal, du hast jetzt hier die Firma Tessi Supply, machst aber Tesla Mag, wo du ganz viele tolle News um Tesla quasi veröffentlichst. Fast schon täglich. Ja, wie schaffst du das eigentlich? Das ist absolute Disziplin, muss man sagen. Ich würde ja gerne sein Gesicht zeigen. Das ist immer so doof, wenn ich mich selber filme und er redet. Ja, alles gut. Nein, absolute Disziplin. Ja, man muss den Tag eben halt perfekt durchorganisieren. Und natürlich helfen auch Zusammenarbeiten, zum Beispiel mit Leuten wie Tobias Lind oder Jeff Roberts oder Wuwa, die eben halt natürlich Aufnahmen machen, die ich natürlich auch benutzen darf. Das macht natürlich das Schneiden alles auch ein bisschen einfacher. Genau, und was ich, wie gesagt, Tesla Mac YouTube-Kanal mache ich. Da habe ich ja noch Evolution, da geht es ja noch dann um die Elektroautos selber. Das ist ein kleinerer Kanal. Und Tessi Supply, wie gesagt, ist, da arbeite ich. Das ist mein täglicher Job. Aber ist nicht deine Company? Du bist angestellt? Ist nicht auf dem Papier meine Company, nein. Okay. Ich kann nicht in nähere Details gehen, weil, aber auf jeden Fall bin ich voll involviert, so nenne ich das. Und auch nicht ein... nur Angestellter, der seinen Stift fallen lässt nach 8 Stunden Arbeit, so kann man es auf jeden Fall sagen, ja. Wenn man etwas macht in dem Pensum, wie ich es mache, dann kannst du es halt nur mit Leidenschaft machen. Du kannst es nicht des Geldes wegen machen. Alles, was man aus Leidenschaft macht und wenn man den Menschen weiterhelfen kann und sie überzeugen kann und sie einem Feedback geben, ja, ich habe mir wegen dir einen Tesla gekauft oder du hast mich zumindest dazu gebracht, ein Elektroauto zu kaufen, dann habe ich meinen Job getan, so. Und das ist das Wichtige. Alles, was dann daraus resultieren passiert, ist dann der Effekt. Ne? Klar, man arbeitet, man freut sich über einen Lohn, der dann dadurch kommt, aber es geht am Ende des Tages darum, dass man die Leidenschaft dafür hat, dass man das macht. Sonst könnte ich das auch nicht jeden Tag machen. Wie viel Zeit investierst du da pro Tag? Kommt ein bisschen drauf an. Wenn es sehr viel News gibt, dann sind das mit allen Kanälen 3,5 Stunden, 4 Stunden. Es ist ein fließender Übergang. Ja? Ja. Livestreams auf Tessi Supply, wo ich immer sage, das ist die Selbsthilfegruppe der Wartenden. Oder eben halt Tesla Mac, das fließt in sich ja hinein. Ja. Ja? Aber gutes Stichwort, Selbsthilfegruppe der Wartenden. Ich bin ja auch einer, der wartet. Ja. Hast du jetzt die neueste brandheiße Scheißinfo für uns Tesla-Fahrer, die auf ihr Model Y oder Model 3 warten? Was ich sagen kann, ist, dass weiße Sitze in der Fabrik gesichtet worden sind. Ah, Grünheide. Ja, in Grünheide. Aber nicht die Quelle, die ich habe, nicht gesagt hat, dass das zeitnah passieren wird. Grundsätzlich, die Model Y Long-Range-Varianten sind nur produziert worden, weil sie die Probleme mit dem Model Y Performance haben. Da geht es ja um diesen Antrieb, wo sie ja Austausch gemacht haben in den Motoren. Und das ist noch nicht ganz behoben. Das heißt, um die Produktion aufrechtzuerhalten, haben sie für Six produziert. Einige Vereinzelte haben ja auch Privatkunden bekommen. Aber eigentlich war, wie ursprünglich geplant, so viel Nachfrage beim Performance, dass sie gar nicht ansatzweise dazu kommen, mal Long Range hier zu produzieren. Wenn ihr weiter auf dem Laufenden bleiben wollt, dann müsst ihr den Kanal von Marian gucken. Tesla Mag wisst ihr ja vielleicht schon. Wächst übrigens ziemlich rasant, wie ich mitgekriegt habe. Ja, ich tue mein Bestes, ja. Alles klar, danke. Ciao, Marian.
Michael Schamberg und ein größerer Michael Schamberg. Der sieht irgendwie besser aus als du. Photoshop. Photoshop, alles klar. Hey, schön, dass du da bist, Michael. Ja, schön, dass du auch da bist und schön, dass die ganzen Menschen da sind. Ja, das ist ja ein Wahnsinn, gigantischer, ne? Anlauf hier. Ja. Sag mal, und du hast jetzt hier die wahnsinnig getunten Model 3, Model S. Bist du jetzt irgendwie unter die Tuner gegangen? Nein, das machen wir natürlich schon die ganze Zeit, aber wir haben es jetzt einfach nochmal dargestellt, dass wir eben sowas auch machen. Wir sind natürlich klassisch Reparaturgeschäft, einfach du hast eine Schrammedelle, Beule, Keramikversiegelung, das alles machen wir. Aber wir machen eben auch sowas, Bodykit umbauen, Fahrwerke und so weiter. Aber komme ich jetzt ins Fernsehen irgendwie oder so? Ja, das nennt man YouTube. Aber eine Frage, wenn mir jetzt mal mein Model 3 von der Hebebühne gefallen ist, kann ich dann zu dir kommen? Ja, das Video kannst du ja mal verlinken. Alles, was immer böse oder schlecht ist, über 400.000 Views mittlerweile. Man soll, also ich finde, immer authentisch sein. Und deswegen kannst du nicht nur die Sonnenscheinmomente filmen, sondern auch eben, wenn mal so ein Auto von der Bühne fällt. Ja, aber das und sind deswegen, ja genau die Momente, die die Zuschauer interessieren. Und wenn der Kanal eine gewisse Größe hat, dann kann man sowas sogar skripten. Könnte man. Nein. Wird aber zu teuer. Falls ihr es nicht gehört habt, oder ich weiß nicht, ob ihr Michael Schambergs Kanal kennt. Videoslackiererei heißt er. Er hat ein Video gemacht, wo ihm beim Arbeiten halt ein Model 3 von der Hebebühne gefallen ist. Da gab es einen Schaden von 20.000 Euro oder so. 25.000 Euro Schaden tatsächlich. Das war nagelneue, ne? Das Auto hat 500 Kilometer runter, sollte eine Tuning-Aufwertung, Dämmung, Hohlraumversiegelung, Keramikversiegelung alles bekommen im Werte von 6.500 Euro. Das habe ich der Kundin geschenkt, wir haben das Auto dann gekauft. Aber vielleicht kannst du es ja einmal in der Videobeschreibung oder hier als Infokarte verlinken. Ja, okay. Ich habe auch schon eine Flasche Felgenreiniger gewonnen bei deinem Glücksrad. Also sehr meine gut. Frau zumindest. Ich gebe dir aber wieder zurück, weil ich habe schon eine. So kannst du nur noch mal einen Glasreiniger oder so mitnehmen. Nee, ich habe alles. Michael hat mich ja schon versorgt mit seinen gesamten Merchandising-Produkten. Das stimmt. Nach meiner Keramikversiegelung, die ich übrigens sehr empfehlen kann, falls ich es noch nicht gemacht habe. Keramikversiegelung bei Jürs. Lohnt sich wirklich. Die ist jetzt fast 2 Jahre her und noch immer sprechen mich Leute an, was ich mit meinem Lack bei meinem Model S gemacht habe, Baujahr 2016, der aussieht wie neu. Nein, er sieht besser aus als neu. Aber was wirklich, ein schlagendes Argument ist, was viele immer nicht wissen, wir sind, glaube ich, die Einzigen in ganz Deutschland, die Garantie darauf geben. Wir müssen das Gespräch ein bisschen kurz halten, weil ich habe noch so viele Leute zu interviewen. Also ich könnte ja so eine Stunde hier reden. Ja, ich weiß, du kannst aber... Alles klar, aber schön, dass du an mich gedacht hast. Ja, natürlich. Und euch eine gute Zeit. Ciao. Bis gleich. Ja, man wird hier ständig von Abonnenten angelabert, so wie Sven zum Beispiel. Ja, es tut mir leid. Die kennen einen ja immer alle. Ich kenne die alle nicht. Also ich kenne euch nicht. Das heißt, ihr kennt mein Gesicht, aber eure Gesichter kenne ich nicht. Und du bist Sven. Genau. Kommst Sven woher? Aus Hamburg. Und habe halt die letzten 4 Jahre schon immer also wieder regelmäßig. Ich bin das. Ja, klar, also, wenn da steht ein Klick, dann bin ich das gewesen. Habe also auch die letzten Jahre das alles geguckt von allen YouTubern. Und du bist einer der Berühmten dort an der Stelle. Und finde das eben toll, was du machst, da die Überzeugung, ne, die ganze Elektromobilität nach vorne zu bringen. Ich finde, du machst das mit Überzeugung. Das macht Spaß, Dankeschön. Das zuzusehen. Und das wollte ich nur einmal zurückgeben. Ja, ich danke dir auch fürs Zuschauen. Ein bisschen Eigenwerbung muss ja auch mal sein. Ja, absolut. Danke. Danke dir. Viel Spaß noch. Ja, ciao. Weißt du, was dagegen, wenn wir jetzt reden? Roland Schön, moin.
Moin. Weiß nicht, ob du mich kennst. Jens, Move Electric, YouTube. Ja. Schon gesehen? Weiß ich nicht. Ja, habe ich schon mal gesehen. Nur ich muss euch alle auseinanderhalten. Aber ich habe gelernt, ich bin ja heute jetzt auch Influencer. War ich noch nie. Ja, siehst du. Und ich habe bei dir natürlich schon ganz oft geladen, obwohl ich aus Bremen komme. Ich fahre tatsächlich manchmal extra zu deinem Seat and Breed nach Regen, weil ich Bock auf die Community habe. Ja. Und Hilden läuft immer gut, oder? Ja, klar, nur heute nicht. Die sind alle hier davor bei am dir, Tisch. Bei dir lädt heute keiner, ne? Nee, nur die Holländer. Aber sonst Auslastung ist doch klasse, oder? Ist super, ja. Ich denke, wir können wirklich sagen, wir sind der, eigentlich geht es gar nicht anders, wir müssen der am stärksten frequentierte Schnellladepark in der EU sein. Ja. Und ist das mehr oder weniger jetzt schon ein Profit Center für euch? Oder ist das noch, wo du denkst, ich weiß es noch nicht so genau? Es kommt immer darauf an, was man betrachtet. Ne? Also die Gastronomie ist ausbaufähig. Das ja? ist immer, ja, klar. Also das läuft gut, das steigert sich, das ist alles in Ordnung. Das ist eigentlich wie geplant. Wir müssen nur noch diese blöde Zeit von Corona aufholen. Die hat uns schon richtig nach unten gedrückt. Also mit dem Seat and Greet selber, mit der Bäckerei, Café, Bistro. Ist die Ausbaustufe jetzt bei 100% oder fehlt noch was? Nee, es fehlt noch. Fastnet kann auch kräftig ausbauen. Und wenn wir unseren dritten Bauabschnitt bauen, dann kommen noch ein paar wenige Ladepunkte AC dazu. Aber Photovoltaik ist jetzt fertig? Also wir haben jetzt zwei Bauabschnitte fertig, die sind komplett fertig. Wenn der dritte kommt mit diesem großen fünfstöckigen Gebäude, dann kommt natürlich noch mal ganz viel Photovoltaik dazu. Das heißt, da kommt noch ein Bürokomplex dahin? Da kommt genau so ein, dieses Seat and Greet zieht dann rüber ins Erdgeschoss, ungefähr fünffache Größe. Oben drüber wird vermietet, also Büros in erster Linie, verschiedene Größen, flexibel aufteilbar. Und viel Photovoltaik drauf, zwei kleinen Windkraftanlagen. Und der Vorteil ist dann einfach, dass wir einen Sektor mehr koppeln. Nicht nur Mobilität und Energieerzeugung, sondern auch Lebensmittelherstellung. Ja. Und dann greift das noch besser ineinander mit der Energienutzung, mit dem 2 Megawattstunden Speicher und der vertikalen Farm. Dann ist es erst richtig fertig, genau. Hast du so eine Zahl, Überblick über den Energieverbrauch, so durchschnittlich, was der Ladepark so verbraucht? Nur wenn ich nachgucke, im Überblick nicht, nein. Aber es ist viel. Also ein Schnellladepark braucht richtig viel Energie. Sind das, nur Rechenzentren brauchen mehr, gegenüber steht eins. Viele Leute sagen ja, aber hier die ganzen Schnellladeparks, da hast du ja die Anschlussleistung gar nicht. Wie willst du das denn logistisch machen? Ja, aber guck mal, also was ich dir sagen kann aus dem Kopf ist, die Anschlussleistung, die wir bräuchten in der Endausbaustufe, wenn wir keine PV und keinen Speicher hätten, wären 8 MW. Und durch eben PV und durch Speicherung, durch die Sektorenkopplung, die wir da betreiben, brauchen wir in der Spitze eigentlich nur 3,5 maximal. Und jetzt kommen wir mit 2,5 aus. Und das Rechenzentrum gegenüber hat in seiner Endausbaustufe 12 Megawatt. Okay, so, Rechenzentrum. Und da siehst du, wenn Leute sagen, hey, Digitalisierung. Das ist schon deutlich energieintensiver als Mobilität. Es gibt ja Gerüchte, die sagen, dass YouTube so viel Energie verbraucht. Wenn man das CO2-Problem lösen will, muss man nur YouTube abschalten. Alles klar. Danke. Danke dir. Tschüss. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe so viele Elektroautos auf einen Haufen noch nie im Leben gesehen. Ich weiß nicht, ob es wirklich 1500 jetzt schon sind, aber der gesamte Parkplatz hier vorne ist voll. Und ein anderer Parkplatz, der ein bisschen abseits ist, soll ja angeblich auch gefüllt sein. Also ist der Wahnsinn. Warum, frage ich mich, warum? Olli, du bist auch hier. Schön, dich zu sehen. Hi. Ja. Hi, und was sagst du dazu? Hast du jemals so viele Elektroautos gesehen? Beeindruckend. Das ist geil, oder? Was schön schätzt du? Also hier auf dem Parkplatz, würde ich mal sagen, stehen nicht 1000. Also das kann ich mir nicht vorstellen. Nee, 1000 glaube ich auch nicht. Müssen so wir mal zählen. 600, 700 werden es aber wohl sein. Aber es gibt ja noch andere Parkplätze da hinten. Ja. Aber es ist der Wahnsinn, dass man hier aus ganz Deutschland Elektroautos sieht, wo die doch gar nicht so weit kommen sollen angeblich. Nee, die sind ja auch alle Tage vorher angereist. Also das Treffen zeigt, dass Elektromobilität wunderbar funktioniert. Es ist keiner liegen geblieben. Es sind alle. Das weißt du ja gar nicht. Gehe ich mal von aus.
Sieht keiner verloren aus. Also das ist wirklich beeindruckend und zeigt, dass das alles super, super klappt. Auch in der Menge, wenn so viele Autos sich mit einem Ziel auf die Straße machen. Also es ist ein super Event. Ja. Habe ich so noch nicht mitgemacht. Das ist so ein bisschen wie Woodstock, finde ich. Ja. Vielleicht werden wir unseren Kindern irgendwann erzählen. Weißt du noch, 2022, Sexy Cars Event, ich war dabei. Beim ersten Treffen war ich dabei. Ich gehe mal davon aus, dass es nicht das letzte sein wird, ne? Nee, also so erfolgreich, wie das heute ist. Ja, ja. Bombenwetter, tolle Location, ja. Wirklich gut gemacht. Und diese geilen Autos. Hast du den Schlumpf gesehen? Ja. Also der Schlumpf und der Phoenix, das ist doch so ein geiles Pärchen. Toll. Ja, und das hier ist mit das Wichtigste des ganzen Events hier, die Kaffee-Flatrate vom T&E-Magazin. Einziges Problem, der Kaffee ist gerade alle. Wir warten hier 5 Minuten und zwar ist das diese Schlange hier. Verdammt, ich glaube, ich komme in einer Stunde wieder. Ja, hi Nico. Nico Pliquet, vielleicht kennt ihr seinen YouTube-Kanal und seine Videos. Er hat ja auch einen Shop, Shop for Tesla ist das. Und jetzt hast du eine neue Marke, wie ich gerade gelernt habe, die heißt To Be Fair. Was bedeutet das genau? Naja, wir, also der auch von Shop for Tesla war schon immer irgendwie so ein bisschen das, oder was heißt ein bisschen, unser Ziel im Unternehmen, von allen Mitarbeitern ist eigentlich bei uns, dass wir nachhaltiges Zubehör anbieten. So, du kaufst den Tesla und dann kriegst du doch wieder irgendwelche Produkte aus China. Die kriegst du bei uns auch, weil wir nicht von jetzt auf gleich was alles ersetzen können. Aber eben unter dieser Marke To Be Fair gehen wir genau das Problem an. Die Matten beispielsweise, die werden in Bremen produziert. Ach was? Genau, da wo du herkommst. das war ein langer Prozess. Aber wir können halt wirklich, wir wissen, wie die produziert werden. Ich war dabei, die Ränder werden noch mit einem Messer aktuell noch geschnitten. Da arbeiten wir aber auch an neuen Werkzeugen. Wir können alles wirklich sagen, wie das abläuft. Bei den ganzen chinesischen Produkten ist es leider nicht so. Natürlich ist es immer so ein bisschen Zwiespalt, wir verkaufen die alten noch, aber wir müssen auch ganz ehrlich sagen, wir wären wirtschaftlich am Boden, wenn wir jetzt aufhören würden, chinesische Sachen zu verkaufen. Und so ist eben die Idee, nach und nach ersetzen wir Produkte aus unserem Shop durch To Be Fair Produkte, wo wir eben sagen können, transparent, wo werden die produziert, nachhaltig, wir setzen auf recycelte Materialien und sind ja fair durchweg so bei allen Prozessen. Arbeitsbedingungen sind bekannt, Umweltauflagen werden auch eingehalten, es wird umweltfreundlich produziert, also die Geschichten. Ja. Finde ich eine super Sache. Und jetzt habe ich hier gerade gesehen, du hast eine Dachbox, die fährt rum auf dem Auto. Ja. Ich meine, ich kenne natürlich die Hintergründe, fahre ja auch mit der Dachbox, weil die Aerodynamik ja so eigentlich besser ist. Genau, ich musste nur, schon... Sieht halt scheiße aus. Ja, ich musste schon ein Schild hier ran machen, dass die Dachbox richtig ist, weil jedes Mal, als ich hier stand, wurde ich gefragt, ob ich nicht völlig bekloppt bin, dass wir die Dachbox falsch rum aufgemacht haben. Aber ich habe es gerade schon versucht zu erklären. Du hast halt, also das, was ich von Aerodynamik verstehe, du hast halt diese Tropfenform. Das heißt, die Box läuft hinten zusammen und du hast hinten vor allem nicht diese Verwirbelung, die entstehen würden. Man kennt es vom Mercedes EQS, der hat auch so eine Form EQS. Wollen wir gerade davon sprechen? Ja, da ist ein EQS. EQXX, der das genauso. Das ist, also der Effekt ist, soll wohl bei 7-8% liegen jetzt. Hast du bei schon dem gemessen hier mit dem Model 3? Oder ist ja, wir sind mit dem Model 3 Performance hergekommen und mit dem Model Y und Model 3 Performance. Und das Model 3 Performance hatte jetzt einen Verbrauch von 18,4 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Wir sind so 130 gefahren, weil mehr kannst du nicht mit der Box. Und das Model Y war aber noch knapp 2 Kilowattstunden runter bei 16,6. Also Model Y verbraucht immer noch weniger ohne Dachbox, also Model Y verbraucht ohne Dachbox weniger als Model 3 Performance mit Dachbox. Ich kenne das Thema Dachbox ja auch, weil ich mit meinem Model S immer mit der Dachbox fahre. Unsere Sylt-Videos, vielleicht kennt ihr die ja. Und ich weiß, wenn wir zum Beispiel den Autozug fahren, als wir mal verkehrt rum auf den Autozug fahren mussten, also quasi mit dem Heck nach vorne, da mussten wir die Dachbox mit Gurten, die wir von der Deutschen Bahn gestellt bekommen haben, festzurren, weil sie gesagt haben, hier vorne, wenn man hier schnell fährt, dann kann es sein, dass das Ding hier abhebt, also dass der Deckel von der Dachbox fliegt, weil die Belastung, die aerodynamische Belastung von den Herstellern so gar nicht dafür vorgesehen ist, dass der Wind von hinten kommt.
Wie ist das denn hier, wenn du eine Dachbox hast, die ganz normal hergestellt wurde? Nee, die ist genau dafür gebaut. Genau. Das heißt, da ist das Problem nicht mehr so, dass die unter Umständen einfach, dass der Deckel hier wegfliegt, weil dir die Befestigung vorne entsprechend ausgelegt ist. Genau. Das ist genial. Das heißt, auch eine To-Be-Fair-Dachbox. Genau, also die gibt es bei uns, auch im Shop. Okay, was kostet so eine Dachbox bei euch? Die kostet 1.000 Euro jetzt. Die ist schon noch relativ teuer. Ja. Ja. Wieso ist die so teuer? Weil die in Deutschland gefertigt ist? Die wird in Schweden gebaut. Schweden. Genau. Und hier habe ich Andreas Hähnelt. Moin. Hallo, grüße dich. Du kommst ja erst im Süden. Moin, kennst du nicht so. Ne? Genau, richtig. Ich sage meistens guten Abend oder irgendwas anderes. Oder Servus. Du bist immer nachts unterwegs mit deinen... Ich bin meistens nachts unterwegs. 1000 Kilometer Challenges oder so. Zum Beispiel. Also es ist jetzt nicht nur das eine, sondern ich mache auch noch normale Verbrauchsfahrten. Was mich bei dir immer fasziniert ist, wenn du deine Verbrauchsfahrten machst, dass du tatsächlich bis null runterfährst. Ne? Wie kriegst du das so auf den Punkt genau hin? Es ist ein bisschen Gefühlssache natürlich. Man muss mutig sein und man muss das Auto vorher ein bisschen kennenlernen. Wie reagiert es? 2-3%. Und dieses Gefühl, das hat man dann einfach drin. Es sind jetzt mittlerweile 40, 50 Fahrzeuge, die ich getestet habe. Und dann kann man ein bisschen Gefühl haben. Bisher, Gott sei Dank, bin ich noch nie stehen geblieben. Muss man dazu sagen, kann ja mal passieren, ne? Kann jedem passieren. Bisher ist es mir noch nie passiert. Ich würde euch aber bitten, im Alltag das nicht nachzumachen. Ne? Nicht nachmachen, liebe Kinder. Wir machen es im Sinne der Wissenschaft. Ja, genau, ne? Wissenschaft für euch da draußen. Also ich habe jetzt hier eine ganz Besonderheit aufgebaut. Ich habe Solarmodule am Boden gestellt und habe eine kleine Powerstation aufgebaut. Und wollte mit der Powerstation zeigen, dass wenn wir drei Wochen in Urlaub fahren, dann könntest du ja das Fahrzeug in den 3 Wochen mit den paar Module, die sind zwar sehr gering, aber wir haben ja Zeit. Im Urlaub 3 Wochen können wir unser Elektroauto vor Ort in Spanien, in Italien, in Portugal mit dem Strom, was wir dann dementsprechend von der Sonne bekommen, aufladen. Und das gucken wir uns jetzt mal an. Wir gehen mal rüber. Das heißt, das sind jetzt hier die Solarmodule mit welcher Leistung? Genau. Du hast jetzt hier, ich habe jetzt natürlich mal erstmal als Beispiel genommen, sind 120 Watt erstmal. Das kann man natürlich hochskalieren. Ne? Normalerweise ist es dann so aufgebaut, die Module erzeugen dann Strom, die werden im Wechselrichter umgespannt und man könnte theoretisch dann mit einer Schuko-Steckdose den Tesla dann auch aufladen. Das sehen wir hier auch nochmal. Das ist jetzt hier deine Powerstation sozusagen? Genau. Das ist die Powerstation. Hier wird der Strom gespeichert. Und in dem Fall haben wir jetzt einfach mal, um das klarzustellen, haben wir hier eine Kühltruhe. Was hat das für eine Speicherkapazität? Wie viele Wattstunden? 0,5 Kilowattstunden. Also 500 Wattstunden. Genau, richtig. Und hier haben wir Entnahme in der Spitze rund 450 und auf der Linie rund 300 Watt. Das ist jetzt relativ klein. Okay, ja, damit kann man den Tesla jetzt nicht wirklich aufladen. Nein, du kannst ja beim Tesla... Bräuchtest du sowas wie eine EcoFlow oder sowas? Genau, du könntest im Prinzip hier 6 Ampere, glaube ich, kann man maximal oder minimal einstellen. Und dann musst du schon ein Gerät hier nehmen, was halt einfach stärker ist. Ne? Ja. Dass du mehr Leistung... Aber theoretisch, dieser Aufbau skalierst du hoch und du könntest im Urlaub in den 3 Wochen dann deinen Tesla laden. Ja, ihr seht, es geht viel mit regenerativen Energien. Ist natürlich so, dass das jetzt nicht finanziell sich irgendwie lohnen würde, weil diese Powerstations, die kosten ein Heidengeld. Aber wenn man wirklich autark sein möchte, auch im Urlaub oder auch nichts zum Laden hat, kann man natürlich mit so einem Solarpanel und einer größeren Powerstation ja theoretisch und auch praktisch sein Auto aufladen. Also, ja, absolut. Man spart kein Geld, aber es macht Spaß. Ja, schaut mal, hier steht ein Ford Mustang powered by InstaDrive. InstaDrive ist übrigens eine coole Idee, wenn ihr mal ein Elektroauto ausprobieren wollt, ohne es gleich zu kaufen. Also ihr wollt das vielleicht für eine gewisse Zeit im Abo fahren, also vielleicht 1 Jahr oder 2 Jahre, ohne euch Sorgen machen zu müssen über Wartung, über Winterreifen, über Wiederverkaufswert etc. pp. Da ist das InstaDrive-Abo für euch eigentlich genau das Richtige. Einfach Auto auswählen, konfigurieren und dann im Abo 2 Jahre lang fahren und wieder abgeben. Hi, das ist Rina und Rina hat ihre Haare passend zur Folierung. Was war zuerst da, die Haarfarbe oder die Folierung? Tatsächlich die Haarfarbe. Also hast du dein Auto passend zu deinen Haaren foliert? Ja. Geil. Und teste den Tesla.com, was bedeutet das? Wir haben verschiedene Mietfahrzeuge. Also wir vermieten Tesla Model 3 und auch Tesla Model Y hier bei uns in der Lüneburger Heide.
Alles klar. Also wenn ihr einen Tesla mieten wollt, testet den Tesla.com mit Rina und ihren lila Haaren. Sieht genau. Richtig cool aus. Danke. Danke. Ja, ich hatte viel Spaß heute. Ich hoffe, ihr habt auch ein bisschen Spaß gehabt. Das war mein Bericht hier vom Sexy Cars Community Treffen aus Hannover. War ein mega Event. Wir hatten jetzt knapp die 1000 Elektroautos heute geschafft. Also nicht ganz 1500 wie angemeldet, warum auch immer es weniger waren, keine Ahnung. Aber es war eine mega beeindruckende Show hier. Auch das Bühnenprogramm war super. Wir haben wahnsinnig viele Leute kennengelernt, wahnsinnig viele Leute getroffen. Die Community hat mich ganz oft angesprochen. Ihr wart spitze. Ich hoffe, wir sehen uns gleich beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe, das wird wiederholt. Also ich gehe fest davon aus, dass es das nächstes Jahr wieder gibt. War das größte Elektroautotreffen der Welt, also Weltrekord. Und ich war dabei, habe mich tierisch gefreut. Ja, ich hoffe, das Video hat euch auch gefallen. Wenn ja, gebt mir einen Daumen nach oben. Und falls ihr es nicht gemacht habt, ja, mein Kanal steht zum Abo frei, nicht zum Abi, zum Abo. Und dann sehen wir uns vielleicht beim nächsten Mal. Würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Bis dahin, macht's gut. Ciao.